Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Und ja, wir haben jetzt den Bunker leer hier. Macht sie fertig! Der Nazi ist da! Ja, wenn wir reingehen, kommt das wieder. Das ist es hoffentlich. Die machen es einem nicht leicht, was? Saddam hortet hier unten Millionen. Scheiße. So viel ist allein das goldene Klo wert. Er würde das alles gegen eine Massenvernichtungswaffe eintauschen. Wir sind nah dran. Sicher. Was zum Teufel ist hier drin passiert? Ein Biolaborkabinett. Das muss Alawi gemeint haben. Was ist mit dem Koffer da? Sieh mal nach. Was haben wir? Die Wiege. Pantheon hat eine verdammte biologische Waffe. Und sie haben sie Saddam überlassen? Ein Muster davon, wenn ich das hier richtig sehe. Was hast du gefunden? Eine Disk. Und Notizen, alle russisch. Der Projektleiter ist Matvei Gusev. Klingt, als würdest du ihn kennen. Ich kenne den Namen. Gusev war Wissenschaftler im Biowaffenprogramm der Sowjetunion, Biopräparat. Laut Aufklärung ist er letztes Jahr aus Russland geflohen. Seitdem fehlt jede Spur. Gusev gab dem Pantheon eine russische Biowaffe? Nein. Hier steht, dass die Wiege einen anderen Ursprung hat. Eine Forschungseinrichtung, die ich kenne. Amerikanisch. Amerikanisch? Okay, die Besuchszeit ist um, ihr drei. Wir brauchen eure Hilfe hier oben. Kommt drauf. Bewegung. Okay. Habt ihr, was ihr wolltet? Nicht wirklich. Aber was wir brauchen. Wir müssen eine Abholzone sichern. Los, aufs Dach des Palastes. Ja, machen wir. Das Dach ist unser Ziel. Schaut uns hier auf. Noch mehr Pantheon! Feindgeschichte!
haben wir. Okay, das war schon falsch. Na. Oh, jetzt soll ich mal schnell hochgehen. Das ist sicher. Jackline 1, feindlicher Vogel im Osten. Ziele auf dem Boden nähern sich eurer Position. Aufziehen mit allem, was wir haben! Hier drüben ist ein Haufen Wasser. Eurer Position. Verstanden! Aufziehen mit allem, was wir haben! Wir
drüben ist ein Haufen was. Komm schon. Komm schon, sammeln, Leute! Fahrzeuge aus dem Süden! Position halten! Die eine Sache und dann kommt sowas. Checkline 1, feindlicher Vogel im Osten. Ziele auf dem Boden nähern sich eurer Position. Verstanden! Auf sie mit allem, was wir haben! Hier drüben ist ein Haufen was. Kommt schon, sammeln, Leute! Fahrzeuge aus dem Süden!
Extraktion. Terminal, das ist zu heiß. Es sind Feindhelis in der Luft. Verstanden, bleib auf dem Dach. Da kommen immer mehr. Hier steigen wir ein, okay. Helm ab. Kommando, Ziel gehört euch. Bestätigt, Angriff. Genießt die Aussicht. Wie ist mit einem Knallpark? Das hast du dir extra aufgehoben, nicht wahr? Schön, dich wiedergesehen zu haben. Sieh mal einer an, Edler. Wir sind mal einer Meinung. Pantheon hat eine biologische Waffe. Die Unterlagen aus dem Bunker, da stand ein Name drauf. Matvei Gusev, ein russischer Waffenforscher. Wir glauben, dass er noch im Irak ist. Irgendwo. Adler ist noch dort, um seinen Arsch aufzuspüren. Felix soll sich um die gefundene Diskette kümmern. Wir anderen untersuchen den Ursprung der Wiege. Wenn Adler recht hat, könnte das Ding aus einer US-Forschungseinrichtung stammen. Ein russischer Wissenschaftler und eine amerikanische Biowaffe. Wo zum Teufel sind wir hier reingeraten? Hast du Haru nach dieser Forschungseinrichtung gefragt? Sie geht nicht dran. Sie sollte Livingston überprüfen. Du glaubst, dir ist was passiert? Dann wäre es meine Schuld. Das Gewicht der Welt auf deinen Schultern. Wir kennen das Risiko. Schon, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil es nicht nur um dich geht.
Wie wär's, wenn du mit mir und Case in die Staaten kommst? Ich würd's mir überlegen. Ist Felix noch in der Küche? Beschwer dich nicht. Wir haben gut gegessen, während ihr in der Wüste wart. Er sollte die Disk entschlüsseln, die Adler gefunden hat. Wir brauchen den Inhalt. Hey, Chefkoch, hast du die Diskette geknackt? Geduld, bitte. Kryptographie ist wie Kugelfisch zubereiten. Zu viel Eile und du riskierst alles zu verlieren. Okay. Will er uns etwa Kugelfisch servieren? Sehr nice. Nein, ich würde auch keinen Kugelfisch essen. Keine Beschwerden. Ach ja, hab ich. Sag, wenn wir abmarschbereit sind. So, aber ich würde sagen, dann ist die Folge hier vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis in der nächsten Folge. Ciao.